Ein klassischer Skitag in der Schweiz. Startet selbstverständlich mit dem Zug, ist hoch oben am Berg, hat wunderschönes Panorama und am besten auch noch eine große Portion Pulverschnee und Sonne mit dabei. In die Schweiz. Wir sind in Savonin-Graubünden unterwegs und das hat Top-Bedingungen. Es ist ein eher kleineres und feineres Skigebiet, aber es gibt einiges zu erkunden und das machen wir jetzt auch. Andrea ist wieder mit am Start. Yay! Das heißt, es wird gut werden. Freust du dich? Ja! Und so hat unser Skitag bereits perfekt begonnen. Mit unverspurten, leeren Pisten, Neuschnee und Sonne. Doch ich sage euch schon mal so viel, im Verlauf des Tages wurde es nur noch besser, besser und besser. Wir sind aus dem Staunen kaum mehr rausgekommen. Andrea und ich waren diesmal nicht alleine unterwegs, sondern haben uns einer Busreisegruppe angeschlossen. Und da ging es 4 Tage durch die Schweiz. In Graubünden unter anderem Lenzerheide, Arosa, Davos, eben Savignon und eventuell auch St. Moritz. Und so wurde das kleine Skigebiet gar nicht so freudig aufgenommen von den meisten. Doch zur Überraschung von uns allen war es eines der besten. Denn ja, die Bedingungen waren unglaublich gut. Die Pisten so leer wie nirgendwo anders. Und das Wetter hat es auch so richtig gut mit uns gemeint. Also das war definitiv einer meiner Highlight-Skitage der heurigen Saison. Für mich kommt noch oben drauf, dass ich einen nagelneuen Skischuh habe. Dazu gibt es aber dann noch ein eigenes Video, aber der hat mich auch sehr, sehr geflasht und das hat den Skitag umso perfekter gemacht. Zum Skigebiet selbst muss man einfach ehrlicherweise zugeben, dass es relativ klein ist. Trotzdem bietet es 80 Pistenkilometer, 10 davon schwarz, circa 30 rot und ja, 40 blaue Pistenkilometer, die sich wunderbar verteilen. Die Pisten waren im besten Zustand und es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Die erste Abfahrt war der Traum. Frisch präpariert und leer. Leer und die Pisten so leicht weich, also richtig hübsch. Mega, mega. Macht richtig Spaß und ich bin voll gehypt, weil der Schuh ist echt cool bisher. Also auch das läuft so. Petra, Folge 7. Oh ja, ich hatte noch nie so eine Performance. Also echt, wow. Yay. Woohoo. Woohoo. Geil, jetzt haben wir sogar ein paar Powderschwünge erwischt. Wunderbar. Besser kann der Auftakt nicht sein. So ist es. Wir sind heute nämlich sogar mit Guide unterwegs. Das ist der Jan von Sport 65. Grüß euch. Hat ein paar Infos zum Skigebiet für uns. Ja, Savonie, eine kleine Perle in Graubünden. Ein bisschen ein Geheimtipp. Fahren auch viele Einheimische. Kleines Gebiet. Man fährt noch oldschool viele Schlepplifte. Aber man sieht es ja, wir haben jetzt 9:30 nahezu noch unverspurte Pisten, die hängen an der Seite auch. Zeug davon, hier kommen nur die Einheimische hin. Pistenkilometer? Und die Experten. Rund 80 Pistenkilometer. Fenster. Ja, schön. Schön, happy schön. Face. Schön ist das? Keine Ahnung. Das war für mich wirklich komplett überraschend, dass, obwohl es so tolle Bedingungen hatte, man auch am Mittag noch unverspurte Hänge finden konnte, die Pisten immer noch in traumhaften Zustand geblieben sind und man wirklich nirgendwo anstehen musste. Zugegeben sind einige der Lifte relativ klein, also ich glaube, die größten Menschenmengen würde es auch nicht vertragen, aber in Summe hat sich das so schön aufgeteilt. Ich kann euch das Skigebiet wirklich nur ins Herz legen, ich werde da auf jeden Fall mal wieder zurückkehren. Vor allem, wenn man den Wetterbericht ein bisschen beobachtet, wenn es dort gut Neuschnee hat. Die Hänge sind einfach prädestiniert dafür. Es ist unglaublich. Das ist der höchste Punkt vom Skigebiet, 2713 Pitzcaters. Und hier seht ihr jetzt auch mal die ganze Gruppe. Briefing läuft.
Ich bin ja normalerweise nicht so der Gruppenreisentyp, vor allem nicht, wenn es Sportreisen sind. Ich war aber sehr überrascht, wie kurz und knapp die ganzen Briefings liefen, wie viel man dann trotzdem zum Fahren gekommen ist. Das war alles eine große positive Überraschung für mich. Und ja, das hat sich alles recht zufällig so gefügt, dass Andrea und ich hier mit dazugekommen sind, aber es hat sich definitiv sowas von ausgezahlt und das zeigt mir wieder, dass man manchmal einfach nur den Dingen ihren Lauf lassen muss und so zu den besten Plätzen überhaupt geführt wird. Ehrlich betrachtet hätte ich dieses Skigebiet sonst wahrscheinlich niemals ausgewählt, um dort mal einen Tag zu verbringen und jetzt bin ich mir absolut sicher, dass ich zurückkehren werde und da noch ein paar Paula-Erlebnisse schnappen werde. Es sieht einfach mega schön aus. Weißt du, wie die Berge heißen? So da drüben und so. Toplarone. Nee, der ist in. Der ist in Zermatt, den habe ich auch schon besucht. Das spätere Kartenstudium ergab, dass das vielleicht Piz Ela, Piz Korn und Piz Mitgil sein könnten. Da hat man nämlich auch wunderschöne Aussicht von der Winterwanderung auf diese Berge. Und die geht in das Tal hinten rein. Es könnte relativ gut zusammenstimmen. Jetzt geht's wieder rauf mit der Panorama-Gondel. Und was sagst du? Sehr schön. Ich finde ja sogar sehr schön, wurde dem Ganzen gar nicht gerecht. Das war einfach wunderbar, traumhaft, genial, perfekt. Der Tag ist so krass verflogen, ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Aber ihr werdet es im Verlauf mitbekommen, denn es war wirklich, wirklich verrückt. Und das trotz den nagelneuen Rennschuhen bei mir, sogar jetzt mit geschnürtem Innenschuh, die ja eigentlich nicht so bequem sind auf die erste Anprobe. Dieser Tag, der ist einfach nur unter den Fingern durchgeglitten, weil er so wunderschön war. Es gibt eben auch super viele Freeride-Möglichkeiten hier und auch eine Freeride-Gruppe ist bei der Busreise mit dabei. Aber da sind wir natürlich nicht dazugegangen, weil wir fahren ja lieber auf der Piste. Nein, Spaß beiseite, die war leider bereits ausgebucht, aber im Nachhinein war das eh perfekt, so wie es war, denn die Pistenfahrten haben mega viel Spaß gemacht und so konnten wir halt, wenn wir dann einfach uns abgemeldet haben, frei im Gelände rumfetzen, so viel wir wollten, ohne Rücksicht auf Verluste und genau das haben wir dann auch gemacht, ab dem Mittag nämlich. Ich hatte da bei einigen Fahrten bereits eine gesperrte Piste entdeckt, nämlich die 10A und die war nicht gesperrt wegen Lawinengefahr oder ähnlichem, sondern die war einfach schon geschlossen, weil es ja langsam Richtung Ende der Skisaison hingeht und die heißt Lai Lung, also die Namen sind echt verrückt, aber die war so gut, um abseits zu fahren, das war echt schon unverschämt gut und es gab keine, ich sag's immer, Fressfeinde, anderen Freerider, also wir waren einfach alleine. Man hat immer gemerkt, dass, ja, keine einzige Spur dazugekommen ist. Wie geil, wie geil! Yay, wir haben sogar Paula gefunden. Ja. Mega geil, die Piste war schon gesperrt und daneben war es noch paudriger, also es war richtig gut. Machen wir noch eine Runde? Ja, definitiv. Boah, geil, das Wetter wird besser, besser und besser. Schaut mal, wie geil das ausschaut. Und währenddessen die Pisten zum Teil schon richtig aufgesulzt haben, konnte man in den Osthängen, wo eben diese Lai Lung perfekt ausgerichtet war, immer noch besten Powder erwischen und das nicht nur mittags, sondern noch bis in den Nachmittag rein. Yay! Eicherschwung verdient? Ja. Nein! Und wie ist es? Kann man machen? Sehr lecker. Sehr lecker. Wo sind wir? Wie heißt? Sauvignon Blanc. Nee, Sauvignon. Das war was anderes. Nee, aber das ist die Wirtschaft? Wirtschaft. Oh ja. Wissen wir nicht. Die mit dem
Ja, das war auf jeden Fall ein Murmeltier. Da gibt es ganz viele Sachen, die nach Murmeltieren benannt sind. Und die Wirtschaft hieß Muntanela Radons. Lustig, jetzt ist so ein bisschen Mittagszeit und echt gar nichts mehr los. Ich habe heute Hummeln im Arsch, weil der Schnee ist so gut. Ich kann noch nicht Pause machen. Also ich kann nicht Pause machen, ich muss einfach fetzen. Und genau das mache ich jetzt auch. Jetzt wird es sogar nach Wolken los. Das ist der absolute Hit. Geil! Also das waren jetzt wirklich grandioseste Powderschwünge. Das war so gut. Wow. Wow, wow, wow. Das war nochmal eine Spur besser. Da drüben ist übrigens das höchste Kloster von Europa. Jetzt sieht man es langsam. Ein Zittal oder so ähnlich heißt es. Und ich habe mittlerweile einen Schweizer Skiführer gefunden. Nein, Spaß. Also jemand, der auch noch dort powdern war und der dann gesagt hat, hey, komm doch mit. Allerdings auf Schweizerisch, deswegen habe ich es kaum verstanden. Aber bin dann natürlich mitgekommen, weil zusammen ist es ja doch schöner und auch sicherer im Tiefschnee. Und so habe ich noch ein paar weitere Geheimtipps gezeigt bekommen. Er kannte sich natürlich viel besser aus und musste nicht nur auf Sicht fahren, so wie ich, sondern hat uns dann noch hier und da und dorthin geführt. Und es war einfach nur absolut grandios. Und als ich dann wieder auf die Uhr geschaut habe, war es bereits 4 Uhr. Und ja, wir mussten uns echt beeilen, noch die Talabfahrtgondel zu erreichen. Jetzt seid ihr sicher neugierig, wen ich gefilmt habe. Stell dich doch mal kurz vor. Ja, ich bin der Marcel, das versteht ihr. So, ansonsten muss ich Schweizer Hochdeutsch sprechen, nehme ich an, damit ihr mich versteht. Bitte. Ich habe die Petra ein wenig in das Freeriden in Savanien eingeführt. Freeriden kann sie besser als ich, aber sie wusste nicht, wo durch. Und es war echt geil mit ihr. Ob jetzt bin ich, ja, es ist schon 4:15 Uhr. Ja. Alter Mann ist müde. Ja. Das war geil, vielen Dank. Ja, war super. So, abgeschieden, wir haben neu. Er hat wieder runtergeschaltet. Ein klassischer Skitag in der Schweiz endet in Tiefkassel im Express-Buffet. Die Bahnhofskneipe in der Schweiz schlechthin. Und das ist der Jürgen, der beste Wirt in der Schweiz. Also ich kenne kaum bessere. Im Umkreis von 20 Metern.